Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man eine AFK-Fischfarm baut. Die seht ihr hier. Das ist ein super einfaches Design und ziemlich effektiv. Ihr könnt jetzt einfach euren Rechtsklick quasi auf eine andere Taste legen. Ich mache das zum Beispiel mal auf die 0. Und dann legt ihr einfach irgendwas Schweres drauf, wie zum Beispiel ich hier 5-Euro-Münzen. Und dann könnt ihr hier euch hinstellen, die Taste drücken lassen für den Euro-Münzen und dann AFK eben angeln. Und das ist ziemlich geil, weil beim Angeln kann man ja ziemlich nice Sachen angeln. Zum Beispiel verzauberte Bücher mit Mending zum Beispiel. Die kriegt man ja sonst, glaube ich, nur durch Glück bei Villagern oder eben in Kisten. Aber ihr könnt auch verzauberte Bögen angeln, verzauberte Angeln und eben eine Menge anderes cooles Zeug. Und wie man diese Farm baut, zeige ich euch jetzt. Das erste, was ihr macht, ist erstmal eine Kiste hinstellen mit einem Trichter dran. Dafür müsst ihr wieder shiften und Rechtsklick auf die Kiste machen. Wenn da jetzt nämlich etwas reinkommt, etwas, was ihr angelt, dann kommt es nämlich direkt in die Kiste. Weil die Kiste hat halt ein bisschen mehr Stauraum als euer Inventar und das wäre halt irgendwann voll. Ihr könntet das theoretisch sogar noch erweitern, aber eigentlich müsst ihr das nicht, wenn ihr nicht zu lange AFK seid. Das nächste, was wir brauchen, ist irgendein Block. Ich nehme jetzt hier mal rote Wolle. Und da oben drauf stellt ihr einen Notenblock, den wir anrechtsklicken. So, und da oben drauf macht ihr nochmal eine Eisentrapdoor. Das ist wichtig, dass sie hochklappt. Ich glaube, die klappt hier jetzt nicht hoch. Ihr müsst halt einen Block dahinter haben und dann von vorne die daran setzen. Das ist wichtig. Und dann nehmt ihr noch einen Zaun, stellt ihr noch den Trichter. Oben drauf kommt die Druckplatte, die dann quasi die Trapdoor auslöst. Dann braucht ihr noch einen Wassereimer, den ihr in den Zaun quasi reinmacht. Der läuft dann hier in dieses Loch ein, was ja vorher schon da war. Und ja, das war eigentlich die ganze Farm. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist eben euch hinstellen, rechtsklicken und abwarten. Ich habe das jetzt hier mal gemacht für ungefähr eine Stunde und jetzt zeige ich euch mal, was ich da rausbekommen habe. Und zwar habe ich das alles hier geangelt mit dieser Angel, mit Luck of the Sea 3, Unbreaking 3 und eben Mending. Das sorgt nämlich dafür, dass man, wenn man die Angel benutzt, kriegt man eine Erfahrung. Und das Mending sorgt dann dafür, dass die Angel nicht kaputt geht. Also theoretisch könnte man unendlich lange angeln. Und ja, ihr seht schon, eine Menge cooles Zeug, verzauberte Bücher, verzauberte Bögen, ziemlich gute sogar, und auch verzauberte Angeln, und sogar hier eine mit Mending auch, das ist natürlich richtig cool. Und natürlich super viele Fische zum Essen, Nametags, Sättel, und ja, das ist eigentlich ziemlich nice. Und wie gesagt, das ist ein super einfaches Design, wenn ihr dann mal auf K geht, irgendwie, keine Ahnung, auf Toilette duschen, dann könnt ihr das einfach schnell mal benutzen, für ein paar Minuten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Angeln in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, und ciao.